Ich bin Teamleiter der Gastronomie und bin bei der Jena Bäder und Freizeit GmbH tätig. Ich arbeite bei Jena Wohnen im technischen Management und bin als Abteilungsleiterin für den Bestand zuständig. Ich arbeite beim Jena Nahverkehr als Mitarbeiter Qualitätssicherung. In meiner Freizeit werke ich viel an meinen Oldtimern herum, die ich mir vorher in ganz Europa zusammengesammelt habe. Meine Freizeit verbringe ich gern mit meiner Familie und im Freundeskreis und auch gern draußen. Und das Ganze kann ich im Drachenbootsport sehr gut miteinander kombinieren. Man ist sehr aktiv, lernt Menschen und verschiedene Orte kennen und ist auch viel in der Welt unterwegs. In meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich tätig bei der Freiwilligen Feuerwehr Jena Winzerla. Hier darf ich als Maschinist und als Einsatzkraft arbeiten. Beispielsweise zu unserem Neujahrsschwimmen am Südbad verpflegen wir unsere Gäste mit leckerer Erbsensuppe aus meiner Gulaschkanone. Paddeln im Drachenboot ist als Teamsport auch mit meiner Arbeit recht gut vergleichbar. Auch hier kommt man nur gemeinsam zum Erfolg. Zusammenhalt und Zusammenarbeit und Motivation aufs gleiche Ziel sind da wirklich sehr wichtig, um Erfolge zu haben und diese dann auch zusammen zu feiern, ist wirklich schön. Die trainierten Abläufe in der Feuerwehr geben mir in meinem Beruf die Möglichkeit, auf Ausnahmesituationen reagieren zu können.